Und weiter geht's. Nur hoffentlich nicht mit Nähen. Ich hätte keine Lust weiter zu nähen. Ich würde wahrscheinlich auch abhauen wie er. Und dann heißt es, ja, du kannst kein Wächter werden. Du kannst nichts werden. Das sagst du immer wieder, aber der Flashmancer hat unsere Welt für immer verlassen, als der Eremit der Zwietracht zerstört wurde. Ist ein Eremit nicht eigentlich eine Person? Wieso können sie also kein normales Leben führen? Du weißt, dass wir auch auf... Nee, dass wir auch den auf der Gespensterinsel vernichten können. Wir brauchen sie nicht. Geduld, Erlina. Niemand weiß, welche Bedrohungen die Zukunft bereithält. Zael und Valer wurden vom großen Adler nach Mooncradle gebracht. Der Direktor hat solche Dinge nicht zu hinterfragen. Du ebenso wenig. Aber wann ist das genug? Was ist mit Moyara? Was ist mit den Zwillingen? Brugavis! Beurteile keine Opfer, das du nicht im geringsten verstehen kannst. Dieses Gespräch ist beendet. Sie werden hier studieren, während ihr eure Suche fortsetzt. Bei der ersten Sonnenfinsternis nach Abschluss ihrer Ausbildung werden sie mit uns die Läuterung durchführen. Findet bis dahin so viel wie möglich heraus. Aber gehen wir einfach, Brugavis. Weird. Und so trainierten und nähten sie tagelang, monatelang. Schneller. Schöne Wandform dabei. Härter. Konzentrieren und freisetzen. Und je länger ein Eremit sich selbst überlassen ist, desto stärker wird er. Deshalb sind Patrouillen so wichtig. Wenn man einen von ihnen zu lange wachsen lässt, bekommt man es mit einem Weltenfresser zu tun. Gegen einen solchen Feind wäre selbst eine Legion von Kriegern der Sonnenwende machtlos. Nachdem ein Aufschub die Chancen für das Entstehen eines Weltenfressers begünstigt, haben Läuterungen jeweils die stärksten Eremiten zum Ziel. Okay. Direktor, wenn Eremiten gegen unsere Magie immun sind, wie können wir sie dann bekämpfen? Deshalb werden Läuterungen stets während einer totalen Sonnenfinsternis durchgeführt. Nur in diesen Momenten offenbaren sich die Schwächen der Eremiten. Wie viele Eremiten gibt es noch? Nur einen, der als Eremit des Kummers bekannt ist, aber sicher wissen wir es nicht. Der Flashmancer könnte durchaus weitere Saaten des Bösen gesät haben, ehe er unsere Welt verließ. Wir müssen also stets wachsam sein. Direktor? Ja, Zael? Was geschah mit dem Eremiten der Zwietracht? Und wer ist Moyara? Das wäre für heute alles. Frage bzw. Antwort denied. Einige Wochen später, als in der Nacht ein Geräusch ertönt. Ja, das war in der Tat ein Geräusch. Zael, wach auf. Valer, was ist denn? Ich glaube, ich habe am Eingang eine Stimme gehört. Wie spät ist es? Ist doch egal. Los, sehen wir uns das an. Na gut. Mist. Ich meine, zugegeben, ich hätte auch keine Lust, mit in der Nacht aufzustehen. Nur weil irgendwer irgendein Geräusch gehört haben soll. Irgendwo. An irgendeiner Tür. Die Tür? Hey, sieh mal. Oh, riecht gut. Da ist eine Botschaft. Liebe Zael und Valer, wenn ihr das lest, haben sie mich vermutlich erwischt. Das hier ist nur eine Art Versicherung. Ich hoffe, euch bald sehen zu können. Ich habe Kekse mit Himmelsweidenmarmelade für euch gemacht. Ach. Lies weiter. Ich tue alles, was ich kann, um bei eurem Abschluss bereit zu sein. In der Zwischenzeit viel Erfolg bei der Ausbildung.
Ups, jetzt ist die Plattform fast oben und ich sehe, dass Moraine mich erwartet. Er sieht sehr wütend aus. Ich versuche, das Glas zu deponieren, ohne dass er es merkt. Vermutlich kann ich keinen weiteren Besuchsversuch wagen, aber ich denke jeden Tag an euch und kann es kaum erwarten. Hoffentlich mögt ihr die Kekse. Euer Freund bis in alle Ewigkeit. Garl. Garl ist der Beste. Steigen wir zur Scheibe hoch und essen die Kekse dort. Keksdose halten. Ohne Kekse. Zumindest waren da keine abgebildet. Diese Kekse sind der Hammer. Ich glaub's einfach nicht, dass Garl hier war. Ich vermisse ihn so sehr. Immerhin scheint es ihm gut zu gehen, nach dem, was in der verbotenen Höhle passiert ist. Wahrscheinlich konnte er schon am Tag darauf wieder lächeln. Kennst ihn doch. Ah, du hast vermutlich recht. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn wir so weitermachen, werden wir nie etwas nähen, das für den Ältesten des Nebels gut genug ist. Es wird passieren, wir müssen nur hart weiter trainieren. Scheiß Name. War ja nur, aber wäre halt absolut nicht meins, ne? Und so trainierten und nähten sie jahrelang. Und dann trainierten und nähten sie noch etwas mehr. Bis eines Tages. Das wäre so voll kein Leben, ne? Immer nur machst ein bisschen Liegestütze, rennst rum, bis am Nähen. Seil, das ist es. Ich kann das auch fühlen, warte mal. Alles klar, ich hab's auch. Los, gehen wir zum Direktor. Dann haben wir auch noch so viele Betten hier, ne? Und es ist kein Arsch da. Ich meine, Entschuldigung, aber... Ich meine, vielleicht wird's ja erklärt. Vielleicht heißt es ja, dass alle Krieger der Sonnenwende schon draufgegangen sind. Oder ich habe keine Ahnung, aber... So viel Platz für nichts und niemanden. Direktor, ich denke, wir sind bereit. Aber ja, das magische Prickeln in der Luft nimmt schon seit einigen Wochen stetig zu. Glückwunsch. Von nun an wird kein weiteres Nähen nötig sein, yes. Das ist schon mal gut. Bald ist es Zeit für euch, die Reise zum Ältesten des Nebels anzutreten. Bevor es allerdings dazu kommt, wartet noch eine Aufgabe in der Zenith-Akademie. Oh, unsere Besucher sind eingetroffen. Perfektes Timing. Oh, wie stark ihr beiden geworden seid. Hey, schön euch zu sehen. Erlina und Brugavis werden mit euch nochmal die Grundlagen des Kampfes durchgehen. Meldet euch bei ihnen, dann kann eure letzte Prüfung beginnen. Meld. Willst du die ansehen? Ja, ich meine, ich nehme an, ich muss. Nicht kein Bedarf, aber... Beginnen wir. Greife mich in einer beliebigen Reihenfolge an. Achso. Und mit denen kann ich einen Zug in der Reihenfolge deiner Wahl ausführen, jedoch nur einmal pro Runde agieren, ist sinnvoll. Ist bei all deinen Gruppenmitgliedern die Abklingzeit aktiv, wird die Runde zurückgesetzt, danach sind alle erneut verfügbar. Macht auch Sinn. Yeah. Gut, Konzentration ist beim Vollführen von Angriffen oder Skills essentiell. Mit dem richtigen Timing erhöht sich der verursachte Schaden, dazu landest du mitunter zusätzliche Treffer. Legen wir los. Gut, probieren wir das nochmal. Autsch, ja, das ist die Quintessenz. Der Großteil deiner Angriffe und Zauber wird durch perfektes Timing verstärkt. Manchmal landest du auch Zusatztreffer, bis du dein Ziel verfehlst. Betrachte Timing-Treffer eher als willkommene Ergänzung und nicht als etwas, das dir die ganze Zeit über perfekt gelingen sollte. Mach dir darum also keine allzu großen Sorgen. Versuch es weiter, mit der Zeit ein Gefühl zu bekommen. Okay, kommen wir zum Timing deines Blocks. Holen wir den kleinen Kerl herein. Danke. Ah. Um effizient zu kämpfen, musst du aufmerksam auf Bewegungen in deinem Umfeld achten. Mit dem richtigen Timing kannst du den Schaden von feindlichen Angriffen oder Zaubern mit Blocks abwehren. Mach dich bereit.
Das war zu früh. Das war gar nichts. Gut, probieren wir das nochmal. Yeah. So macht man das. Bleib stets aufmerksam. Manche Muster sind schwerer zu interpretieren als andere und es braucht möglicherweise mehrere Blocks. Oh nein. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Niemand erwartet, dass du alle Angriffe blocken kannst. Es geht nicht darum, ständig perfekt zu blocken, sondern ein Gespür dafür zu entwickeln. Betrachte Timing-Blocks eher als willkommene Ergänzung, wenn sie dir gelingen. Das Wichtigste ist es, deine Feinde zu beobachten und es zu versuchen. Oh, eine Sache noch. Oh wow. Wenn ein Gruppenmitglied im Kampf ausgenockt wird, musst du eine defensivere Herangehensweise wählen. Ausgenockte Verbündete stehen von selbst in 50% LP auf, sobald alle K.O.-Sterne verschwunden sind. Am Ende jeder Runde wird ein K.O.-Stern entfernt. Ah. Je öfter du im selben Kampf zu Boden gehst, desto mehr K.O.-Sterne gibt es, also sei vorsichtig. Wenn alle Gruppenmitglieder ausgenockt werden, ist dein Spiel vorbei. Kämpfe und überlebe, bis Valer zurückkehrt. Okay. Easy peasy. Limonade sind squeezy und so. Zu früh. Egal. Yay. Und da haben wir es. Das war gute Arbeit. Ich bin sicher, die Prüfung wird ein Klacks. Klar, easy peasy. Meldet euch bei ihnen, dann kann eure letzte Prüfung beginnen. Okay. Bereit die Grundlagen nehmen. Achso, ich muss Magie auch noch üben. Na, macht Sinn. Wenn Feinde Zauber vorbereiten, musst du alles daran setzen, die zu verhindern. Wenn du auf deine Sinne vertraust, kannst du jene Schadensarten nutzen, die ihre Konzentrationsphase unterbrechen. Einfachere Zauber können mit normalen Angriffen verhindert werden. Valer kann stumpfen Schlitzschaden verursachen. Versuch jetzt, diesen hier zu brechen. Ja, gut. Genau so. Einige Zauber müssen mit Magieschaden durchbrochen werden. Du kannst die Geschosse kontrollieren. Probier es also aus. Sail über dem Sonne, Valer Mond. Sonnenball. Und Monderang? Monderang. Yay. Gut gemacht. Nun spürst du, dass deine MP niedrig sind, richtig? Um die Intensität in Gefechten beizubehalten, musst du unbedingt MP regenerieren. Stocken wir sie ein wenig auf. Attackiere mich jetzt mit einem normalen Angriff. Okay. Hast du das gespürt? Durch den Angriff hast du ein wenig MP zurückbekommen. Im Kampf ist Aufmerksamkeit der Schlüssel zum Sieg. Du musst deine Zauber mit normalen Angriffen kombinieren, damit dir nicht im falschen Moment die MP ausgehen und du in der Klemme steckst. Im Gegensatz dazu solltest du nicht zögern, Zauber zu wirken. Wenn du viele MP hast, sei ein normaler Angriff bei vollem Balken vergeudete Regeneration wären. Das Wichtigste ist es zu experimentieren, die Aktion zu variieren und für jeden Kampf den richtigen Rhythmus zu finden. Eine Sache noch. Alle Kampfaktionen, vor allem das Knacken von Schlössern, generieren Combo-Energie. Wenn du genug davon hast, kannst du mit Combo-Punkten mächtige Aktionen durchführen. Kombos kosten keine MP und gehen nach einem Kampf verloren. Zögere also nicht, sie einzusetzen. Moraine meinte, du hättest einen ersten Combo-Angriff erdacht. Zeig ihn mir. Sonnenwendeschlag. Okay. Wow. Ja, ihr seid wirklich stark. Halte bei deinen Abenteuern die Augen offen. Du wirst unterwegs Schriftrollen finden, mit denen du weitere Kombos lernen kannst. Viel Glück bei der Prüfung, du wirst dich sicher gut schlagen. Boah, sie können zusammen zuhauen. Moraine wartet mit der letzten Prüfung, ihr werdet sie bestimmt bestehen. Ihr seid also bereit für die letzte Prüfung. Wir sind bereit. Dann lasst uns beginnen. Ich bin bereit zum Abkassieren.
Der große Tag ist gekommen. Im Laufe der Jahre hat euch die Zenith-Akademie in vielerlei Hinsicht geprüft. Nun werde ich euch ein letztes Mal prüfen. Habt ihr euren Eid vorbereitet? Ja, Direktor. Dann sprecht ihn nun. Tu zuerst, Sel. Okay. Ich gelobe, mit flinker Hand die Welt zu läutern und meine Gefährten zu schützen, wenn ich die Welt als Klingentänzer beschreite. Ich wähle die gekrümmte Klinge, da sie Tempo und Reflexe begünstigt. Willkommen, Klingentänzer. Komm schon, Valeria, ich bin fertig, du bist dran. Ich gelobe, mit starker Hand Hoffnung zu beflügeln und Böses zu tilgen, wenn ich die Welt als Kampfmönchen beschreite. Ich wähle den Stab, da er selbst die härtesten Schläge erdulden wird. Und die Hände von Suikoden mögen Stöcke auch, also von daher passt das. Willkommen, Kampfmönchen. Heute müsst ihr eure in der Zenith-Akademie erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die letzte Herausforderung erwartet euch unten. Tretet bitte beiseite. Oh, ich es vergesse. Hier habt ihr etwas, womit ihr bei Gesundheit bleibt. 3 Tomaten-Sandwiches ein. Nun, da ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt und mit euren Taten ein Ziel verfolgt, geht den letzten Schritt und kehrt als neue Rekruten unseres Ordens zurück. Ich bin bereit, Seh. Tun wir es einfach. Achso, ich soll springen? Okay, dann springen wir halt mal eine Runde. Machen wir einen auf Assassin's Creed, ist auch in Ordnung. So von wegen Leap of Faith und so, ne? Aha. Zeug. Ich meine, da habe ich nichts gegen. Klingt nur so. Erstmal die Keksdose reinstellen. Die Keksdose wird das Rätsel lösen, nicht so ein dämlicher Stein. Oh cool, ich habe Gegner in den Raum gerufen. Ich dachte, ich müsste in der Mitte einfach durchgehen, aber nein, ich rufe einfach mal Gegner. Let's go, Gegner! Na, ja, das Timing habe ich immer noch nicht so richtig raus, aber... Es ist halt interessant, dass... Ich würde behaupten, die Selbstangriffs-Asen einfacher sind. Statt halt zu blocken, aber naja, egal. Interessante Musik dabei. Könnt ihr auch über ein Seil laufen? Oh, ich weiß ja nicht. Das testen wir mit dieser Prüfung. Vielleicht ist das auch die größte Größe. Lass mich so ein bisschen, wenn ich das halt gerade sehe, wie die Charaktere stehen. Das ist das eine, was mir vielleicht nicht so richtig gefällt. Aber auch nur im Hinblick auf, sagen wir mal, andere Spiele dieses Genres, die solche Aktionen begünstigen mit zum richtigen Zeitpunkt drücken. Ne? Bug Fable war immer derselbe Kampfbildschirm. Dasselbe gilt für die Mario RPG-Reihe. Egal von welchem wir reden, ne? Paper Mario oder halt tatsächlich Mario RPG oder auch Mario und Luigi. Das macht das Blocken einfacher, als Gegner dann auch noch andersrum zu sehen. Sie waren noch nicht mal auf der anderen Seite der verbotenen Höhle. Wie sollen sie das alles verstehen? Denkst du nicht, wir sollten wenigstens versuchen, es ihnen zu erklären? Du hast gesehen, wie stark sie sind. Würde wird für sie ein Versprechen.
wird für sie ein Spaziergang. Dann verabschieden wir sie also. Ja? Schätze ich? Knopf. Habe ich gedrückt, Knopf. Kam raus, Roboter. Prüfungsmodus aktiv. Macht euch bereit. Sollte professioneller. Oh, der hat mich sogar. Zugewiesene Schwäche physisch. Okay. Ich sollte professioneller Robotersprecher werden. Finde ich voll gut. Das war viel zu früh. Zugewiesene Schwäche, Sonne. Okay. Kamehameha. Yeah. Zugewiesene Schwäche, Mond. Dann wollen wir mal wieder. Ja, yeah. Ja, verdammt! Aber der Abstand zum Gegner ist auch nicht schön gewesen. Da wäre noch mehr gegangen. Ja. So ein bisschen so, als würden sie mir eine Backpfeife geben. Yeah! Ersten Bosskampf bestanden. Buh, Shakalaka. Nicht, dass das jetzt sonderlich schwer war. Ah. MP, mehr Füße, mehr Verteidigung. Geht denn bitte schön auf Verteidigung? Direkt deutlich mehr HP. Ja, warum nicht? Lebenspunkte. Also 8 Lebenspunkte finde ich schon ziemlich cool. Die nehmen wir mal. Glückwunsch, ihr wurdet gut ausgebildet. Kehrt nun zu eurem Direktor zurück. Und sonst so. Nichts Neues hier. Okay, cool. Was geht, Direktor Broski? Glückwunsch, Zayl und Valer. Ihr habt alles gelernt, was die Zenith-Akademie euch lehren konnte. Geschafft. Und auch in Rekordzeit. Nun müsst ihr eure ultimative Kraft erlernen. Die Fähigkeit, Magie zu nutzen, ohne sie einzusetzen. Doch dieses Wissen wird euch der Älteste des Nebels preisgeben. Kommt, die Dorfbewohner haben sich versammelt, um euch zu verabschieden. Ihr seid fertig mit dem Training, aber jetzt müsst ihr was anderes lernen. So an und für sich irgendwie dumm formuliert, aber naja. An besonderen Tagen wie diesen werden die Bürger von Mooncradle daran erinnert, wie wichtig ihre Pflicht ist. Uskal. Ich sehe ihn nicht. Vor vielen Jahren brachte uns der große Adler Zayl und Valer. Und obendrein an zwei Sonnenanwänden hintereinander. Das kommt nur äußerst selten vor, ja, ja. Oh, ich erinnere mich, Oma freute sich so, vor ihrem Tod noch zwei weitere getroffen zu haben. Ich vermisse Oma. Ihr alle habt euch gemeinsam um sie gekümmert und sie beschützt, so wie es eure Vorfahren schon für viele Kinder der Sonnenwende davor getan haben. Zayl und Valer, tretet vor, damit die guten Leute vom Mooncradle jene betrachten können, die bald in den Rang von Kriegern der Sonnenwende aufsteigen werden. Was geht? Diese zur Schaustellung ist lächerlich. Ach, lasst den Dorfbewohnern ihre Freude, es bedeutet ihnen etwas. Du findest das also auf einmal okay? Du weißt, dass das nicht so ist. Jubelt nun mit mir, wenn wir diese jungen Helden durch die verbotene Höhle zum Ältesten des Nebels entsenden. Jubel, hurra! Zum Tor!
Wir lieben das Tor. Was sollen wir tun? Ich will vor dem Abschied Gal sehen. Ich schätze, wir müssen wohl mitspielen. Drück die Daumen, dass wir nach dem Treffen mit diesem Ältesten zurückkommen können. Daumen und 10. Ja, drücke die 10. Zale, Valer, ihr müsst nun diese Reise alleine bestreiten. Wir werden nicht scheitern, Direktor. Geht nun durch die verbotene Höhle und auf den Gebirgspfad. Bittet beim Ältesten des Nebels um Audienz. Lernt, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen, und beschreitet die Welt fortan als wahre Krieger der Sonnenwende. Möge euch Luanas Macht schützen! Möge euch Solens Licht führen! Hier, damit solltet ihr eine Weile auskommen. Mehr Sandwiches. Okay. Ja, warum nicht mehr Sandwiches? Wenn euch euer Abenteuer ein wenig zäh vorkommt, könnt ihr euch die hier ansehen. Amulett der Erzählung erhalten. Folgeleuchtfeuer erhalten. Du hast gerade deine ersten beiden Relikte erhalten. Suche sie im Reliktabschnitt des Menüs via Dreieck und passe sie nach deinen Vorstellungen an. Egal, ob du eine einfache Herausforderung möchtest oder dich selbst ans Limit bringen willst, Relikte bieten viele Optionen und du findest bestimmt noch mehr. Denkt daran, euch nach Händlern umzusehen. Wenn ihr gefundene Wertgegenstände verkauft, könnt ihr Nahrung und Ausrüstung kaufen. Wisst ihr, man kauft Sachen mit Geld. Das ist das, was der mir gerade erzählt. Egal, wohin euch euer Abenteuer führen mag, denkt stets an euren ersten Auftrag. Wenn der Älteste des Nebels euch in die Welt entsendet, müsst ihr rechtzeitig zur nächsten Sonnenfinsternis zur Gespensterinsel übersetzen. Ah, aus der Dämonending, naja. Und trainiert weiter, denn uns erwartet eine düstere Läuterung. Kaum zu glauben, dass er sie schon gegen einen Eremiten kämpfen lässt. So ist Moraine eben. Wir waren beim ersten Mal auch nicht älter. Ja, aber wir finden einen Weg. Gute Reise, auf dass ihr diese Welt zu läutern vermögt. Auf dass ihr diese Welt zu läutern vermögt. Nein, Schatzruhe, nein, nein. Zwei sogar. Doppel nein. Okay, wieder rein. Es gibt kein Zug. Ja, aber zwei Schatzruhen. Ja, aber nein. Echt, das speichern? Nur so nebenbei? Yeah. Ich wünschte, wir könnten zurückkehren, um Gal zu holen. Mein, eine Nacht warten und dann halt sich wieder reinschleichen und gut wäre eigentlich. Theoretisch, ne? So, mein ja nur. Ich würde mal behaupten, das würde eigentlich gehen. Dann wird keiner mehr gucken und dann passt das, aber ich bin auch ein Unruhestifter. Also nein, nicht wirklich, aber... Oh, jetzt kann sogar er das Ding einfach öffnen. Nice. Jetzt fühlt es sich besser an. Diesmal schaffen wir es. Naja, ich meine, beim letzten Mal seid ihr reingegangen und habt es auch geschafft. So gesehen. Maximale EP plus 100% und Selbstheilung nach Kampf. Ich meine, Selbstheilung nach Kampf fände ich gar nicht schlecht, aber naja. Und zu einem Sternenleuchtfeuer, das zeigt, dass die Befehlsangaben zeitlich perfekt abgestimmt wurden. Hilfreich für jeden, die klares Feedback bevorzugt oder das Meister an einer bestimmten Aktion wird. Feedback als solches finde ich gar nicht verkehrt. Mit den Enten Schande spielst du 500, kann im Kampf nicht eingesetzt werden, lange Fallstellen bis zu 50%, MP werden nicht hergestellt. Achso, das ist quasi Hard Mode. Aber normal reicht mir. Feedback finde ich nicht schlecht. Mal gucken, ob ich das anlasse. Und ja, damit. Wow. Hätten sie mir nicht wenigstens eine echte Waffe geben können? Jetzt habe ich quasi einen Stock in Schwertform. Oh man. Und damit verabschiede ich mich für heute. Und morgen gibt es dann die Höhle. Oder, naja, falls ich es tatsächlich direkt hochlade, ist es ein Wochenende. Je nachdem, wie ich mich dafür entscheide. Egal. Bye bye. Um kein Video von Sea of Stars mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, schreibt mir hinein,
was ihr gemocht habt am Video oder was nicht. Vielen Dank an meine Patreons für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!